Das ist natürlich ein Argument. Ich wollte die Silicon-Dinger umbauen. Damit wir die neuen Bolts bekommen. Jetzt ist nur die Frage, wo haben wir sie? Können die das sein? Genau, die sind das. Das heißt, ich brauche hier noch ein Input. Und zwar ein Input Hatch. So. Fluid Export. Und das Ding nach Glowstone umbauen, da kann dann aber die Crafting Card raus. Ja. Okay, dann brauchen wir jetzt nur noch. Ich brauche noch ein paar Circuit. Ups. Ja, gut, ich wollte 64, aber. Irgendwie so im Nachhinein war das, glaube ich, nicht gut. Ja. Packen wir ihn einfach hier mit rein. Gut, dann Nitrogen. Wie kriegen wir das am effektivsten? Aber wir brauchen alle 6... Oh, mal 480 EU. Was habe ich hier denn dran? MV reicht dann nicht mehr aus. Hier ist das Hatch. Da, Energy Input. Was, ich hab da sogar noch eine Gut. Ne, warte, HV können wir noch mit Pile nehmen. Nehmen wir die einfach. So, die sieht in Ordnung aus. Zack. Ich habe mich Output gemacht nach oben. War vielleicht nicht ganz so intelligent. So, jetzt kriegt der Strom. Und ich reiß einfach ab. Okay. Und was produzierst du hier? Sind die doch schneller? Ich glaube, ich probiere das wirklich mal auf dem Testserver demnächst aus, wenn ich dran denke. Aber was kommt hier denn bei raus? Programm 0, ich habe aber Programm 1. Was kommt denn sonst hier noch raus? Oh. Das ist auch Programm 1. Okay, das könnte problematisch werden. Ja, wie machen wir das am besten? Ich glaube, wir machen es tatsächlich mit einer Capacity Card. Wobei, wahrscheinlich wird das nicht mal was ändern, wenn ich jetzt hier auch Silicon drin habe. Wird wahrscheinlich trotzdem noch durchlaufen, oder? Ja. Okay, dann ist es egal. Dann kann es weiterhin so bleiben. Müssen wir einfach nur hoffen, dass wir Nitrogen regelmäßig da haben. Gut, wie schnell war das jetzt? 600 Sekunden brauche ich 8000 Nitrogen. Wie stellt man das her? So schon.
schon mal nicht. Kann man anscheinend gar nicht herstellen. Nein, gut. Das heißt, darüber geht's schon mal nicht. Nitrocarbon, ja. Gut, dafür brauche ich schon überall Nitrogen. Ja, da haben wir auch kein Rezept für. Salpeter würde tatsächlich sogar gehen. Ich glaube, Salpeter ist gar nicht so schwer, oder? Haben wir sogar schon automatisiert. Ja, dann würde ich sagen, Input, Output, Output. Okay, also eine 3. Also 3 Inputs. Oder 3 Busse und ein Storage. Heißt, hier hinten darf eine neue Maschine hin. Und zwar der Elektrolyzer. Elektrolyzer. Ich hätte gern eine Crafting Card. Einmal von allen Bussen. So, da muss ich nicht immer wieder dran denken. Kabel habe ich noch. Kabel da in der Mitte runterlaufen lassen. Ja. Zack, Elektrolyzer. Nein, nicht Fluid Export. Import Bus. Ein Stück nochmal Export rausgenommen? Nö, was? War ja klar, Crafting, Salpeter, bitte. Dann Fluid Storage. Hopper. Bin. Und was kommt da noch bei rum? Oxygen. Echt weh, das immer wegschmeißen zu müssen. Aber sonst gibt's ja auch nicht wirklich was, wo ich sage, damit geht das besser. Ja. Also das wäre um einiges besser. Das definitiv. Wobei, das wäre auch nicht schlecht. In 80 Sekunden. Und ich brauche theoretisch 8000 in 600. Und mit denen würde ich in 160 Sekunden das schon machen. Also da hätte ich sehr viel Spiel nach oben. Und ich bräuchte keine weitere Maschine belasten. Ja, ich mach's damit. So, doch nicht. Dann. Wobei, dann wäre das noch eine Maschine hiervon. Naja, egal. So, Turbozentrifuge. Dann. Hopper. Hopper. Bitte einen behalten. Bucket. Dann Fluid Export. Das ist definitiv kein Fluid Export. Da. Fluid Export und zwar Luft. Habe ich hier ein Bucket mit Luft? Nein. Muss ich mal ändern. Weil irgendwo haben wir hier Luft. Das weiß ich. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht wo. Oh, Benzene läuft voll, theoretisch. Ah, da ist Luft. Toll. Kriege ich da nicht raus. Auf zum Fluid-Terminal. Ah, jetzt bin ich Schluck auf. Da, Luft.
Na, so viel Glide Fuel ist halt wirklich das Problem. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass es sich demnächst ein bisschen einpendelt. Weil jetzt großartig Anlagen hochziehen dafür, dass wir ja sehr wahrscheinlich niemals wieder so eine Menge an Öl verbrauchen werden, ist halt auch irgendwie ein bisschen wasted. So. Vielleicht muss da eine Karte rein. So. Zack. Mal gucken. Oxygen. Passt. Dann ist der Peter nämlich weg. Ja. Nein, das Ding kann auch noch weg. Ich brauche noch ein Bucket mit Nitrogen. Ja, jetzt die Frage, ist das... Na, das ist viel zu langsam. Ich vermute aber, dann geht uns demnächst die Luft aus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oder? Müssen wir mal gucken. Vielleicht haben wir Glück. Und Luft geht kein Stück aus. Wunderbar. Ich habe natürlich den Storage-Bus hinten vergessen. Und zwar Extract Only. Ich weiß, glaube ich, warum die so eine Probleme haben. Das Problem ist, er denkt jetzt beispielsweise hier bei der Luft, denkt er, er könnte hier hinten ja Luft rausnehmen. Weil die zeigen ja Luft ganz normal noch an. Oder? Ja. Ah, Mist. Also das erklärt halt, warum das da drüben irgendwie so komisch... Nee, da... hier so komisch gebackt hat. Weil er wahrscheinlich denkt, er könnte von hinten den Kram einfach rausnehmen, was halt nicht stimmt. Ja, das kann tatsächlich problematisch werden. Deswegen ist auch wahrscheinlich der Server schon so am Auslasten. Ist doof. So, dann bringen wir jetzt mal ein bisschen Nitrogen. Ich vermute, dass hier der Hopper, genau. Da ist der Kram jetzt nämlich noch mit drinne. Das ist auch noch so ein Problem. Ich würde die halt am liebsten... Also das Beste wäre, glaube ich, wirklich, wenn wir die auch begrenzen würden. Also einfach im Sinne von wirklich bei 49.152 ist jetzt Schluss. Aber dafür müsste ich halt einen Drawer hier jeweils immer unten drunter packen. Nee, das ist es mir nicht wert. Dann lieber weiter, so wie jetzt. Salmon, ja, noch ein paar. Wunderbar. Ist nur die Frage, läuft das? Also, Nitrogen ist theoretisch voll. Ja, Nitrogen. Wir haben das, wir haben das, wir haben das. Wir haben eigentlich alles. Aber er macht trotzdem das andere Rezept. Wahrscheinlich sind auch die Coils zu schwach,
Ich brauche mindestens Tungsten-Steel. So, Necrom. Und Mika Foil. Ist die Frage, welche davon brauche ich? Wäre auch irgendwie blöd, jetzt Tanzenstil noch wieder zu machen, obwohl ich das eigentlich gar nicht mehr brauche. Die brauche ich mal. Mika Insulator. Mika Insulator Sheet. Mach mal ein paar davon. Warte, Sheet oder Foil? Oh, Foil brauche ich, ups. Ja gut, egal. Nee, ich brauche genauso viele. Und 8 reichen da leider nicht. Tungsten-Steel. Ja. Das reicht noch. Dann muss ich jetzt einmal Flüssigkeit wieder nehmen. Hab ich hier nicht einen? Nö, habe ich anscheinend nicht. Fluid. Da, Fluid Extraktor. So. Ich glaube aber, ich brauche nur 16 Stück davon. Oder? Ja. So, dann drum. Hauptsache überall ist noch irgendwas drin, ey. Ja, kann ich glaube ich hier dann einfach laufen lassen. So. Das tut weh, das dauert lange. Naja. Ich brauche nur eine einzige davon und damit kann ich den schon mal weitermachen. Aber, ja. Das dauert halt leider ein Momentchen. Oder auch zwei Momente. Kann ich sonst irgendwas... Ja, ich kann gleich mal gucken, ob ich vielleicht hier noch irgendwas brauche. Aber ich glaube tatsächlich, den restlichen Kram habe ich alles, ja. Ich brauche nur die Norgates. Das ist doof. Ja, ist normal, wenn der Rechner läuft. Okay. Jo. Genau, Menge von Hydrogen muss ich immer noch überprüfen. Stimmt ja. Und ich glaube, das ist immer noch viel zu wenig. Jo. Aber hier wird es anscheinend mehr. Oder? Wie viel brauchen wir mit einmal durchlaufen? 7000, jetzt haben wir 7500. Ich würde sagen, es wird mehr. Ich hoffe es einfach mal. So, Silicon Dioxide Dust. Das passt alles noch. Ja, Propan ist halt immer noch zu wenig. Na, hier beispielsweise auch Propan. Ein bisschen Chlorid braucht man, aber es ist halt echt nicht viel. Ja, Nitrogen ist voll. Cool. Und da habe ich mich bis jetzt immer so vorgesträubt. Naja. Wie gesagt, es dauert halt. Also sobald das Rubber Sheet und das andere Ding voll ist, ja. Stimmt, IV. Warum eigentlich? Tungstenkabel. Tungstenkabel. 2,